Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Saddam muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Saddam schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Saddam selbst war es jedenfalls nicht. Immer wieder voll gut, dass hier drin übrigens alles so dunkel ist. Wenn man spricht, man sieht so viel wahrscheinlich als Zuschauer. Es muss so super spannend sein. Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexator und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund an deiner Loyalität zu zweifeln. Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Okay. Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Bestimmt alles zusammen. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Okay, meinetwegen. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Ja, die Späher, alle tot. Und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Nächste Erinnerung. Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Oder auch nicht. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Echt mal. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Warum kommst du da nicht mit? Toller Vater. Mann, Mann. Tja, also dann, wir haben eine klare Aufgabe. Wir sollen mit unserem Brüderlein sprechen. Tja, dann... Ach, guck mal. Gar nicht weit weg. Na dann mal gucken. Meine Familienbande, das bringt mich ja weiter hier. Storymäßig, das ist interessant. Darum verfolge ich mal dieses Ziel. Wenn ich natürlich unglaublich Schiss habe, dass er mich auseinander nimmt, aber... Was? Ah, eine Ratte. Na, Kristall gefressen, nachdem ich eine Pest hatte. Auch gut. Yummy, yummy, yummy. Ein Trank, Energiespeicher, noch so ein Vieh. Hey, ich könnte wissen, was du machst. Oh, Kala. Haya, mach das schon. Zack. Boom. Hey, geht doch. Ich habe so wenig Schaden gemacht gegen das Vieh, wo es ein ganz normales, kleines, schwaches Dingens ist. Gefällt mir nicht. Ja, gut gemacht hast du das. Was kennt man ja von dir. So, immer schön dem Pfeilchen nach. Mit Unterbrechungen. Zack. Oh, greif an, Mann. Ist doch... Ich spiele momentan wohl zu viel anderes Spiel. Da habe ich eine andere Kampfmechanik. Das wirkt sich schlecht auf meine Erfahrung hier aus. Hallo? Was bist du für einer? Kenn ich ja gar nicht. Patron? Au! Wow!
Okay. Cool. Danke. Für diese Erfahrung. Der scheint mir zu hyper zu sein. Ich glaube, man mag hier eigentlich 5 Kallax aufsparen, aber okay. Ja, da hilft ja nichts dann, ne? Der hier macht mich voll kaputt. Nein! Komm, lass mich. Ich hab dir gar nichts getan. Ich bin nur hier lang gelaufen. Genau. Oh, Kaya ist ja mächtig, mächtig stark. Genau. Ich mache überhaupt keinen Schaden auf den, aber Kaya schon, komischerweise. Hau mal zu, Kai. Ja, wenn sie mal zuhauen würde, ne? Komm, gleich nochmal. Kaya, mach doch mal was. Ihm gerade nicht Schaden, aber ihm zwar gar nicht wenig. Wo ist jetzt an? Mit 3. Schlag, bumm, Leben weg. Ich habe ihn auch 3-mal getroffen, mit einem harten Schlag auch, und das war nichts. Die ist die besser als ich. Das ist gemein. Oh, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ah, wo hat man eine ganze Menge Zeug dabei? Das war wohl ein hungriger Typ. Ist da noch was? Ich will den Beutel da haben. Was bloß der Text? Nee, das ist doch wohl. Das ist ein Beutel. Hm. Kann ich nicht auswählen. Was ist das denn hier? Ein Feuer? Hm. Na gut, okay. Was soll's. Aber verdammt wenig XP gegeben, das Vieh. Das ist doch recht hart, war. Wie komme ich da oben hin eigentlich? Ich bin jetzt hier und. Ach so. Der Weg drumherum. Oh, gut. Kalt, kalt, kalt. Raus. Und nass war es auch noch. So. Quietsch, quietsch. Ja, Ausdauerregeneration bitte, danke. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt weiterzugehen. Ich speichere mal wieder. Oh, da oben drin sitzt er. Erstmal eine Assel grillen. Heia! Oh, ich komme gar nicht hoch ohne weiteres. Also nicht ohne Jetpack, wie es aussieht. Der Eingang ist eindeutig zu. Oh, Elektro. Was? Wo? Na egal. Upp. Ich komme tatsächlich nicht dahin. Ich glaube, das wäre auch ziemlich knapp, oder? Mit der Höhe? Oh, ja, so auf jeden Fall. Toll. Der Vorsprung. Man kommt, ey, du ganz knapp rauf. Das ist ja ein Ding. Komm, lade dich auf. Flop. Du musst noch höher. Tja, also. Ich hätte auch einen Lift bauen können hier. Hopp. So, da vorne ist er oder was? Ich sehe ihn nicht. Doch, da. Da steht. Hallo? Sag mal. Nein, oh, ich wollte nach rechts gehen. Nicht in mich rollen. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Selber. Wow! Ja, ohne Erwiderung. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Hm. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Och, Gefühle wieder können noch. Dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax.
Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Was? Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Oh, was? Sauerei! Ah! Aua! Au! Was zum Teufel? Ihr Schweine! Aua, meine Leben! Was? Alter! Das ist ja mal nicht nett. Ja, alle auf einen oder was? Guckt euch das an, wie das aussieht. Das Mann! Was soll man da bitte machen? Was für eine Sauerei. Ich brauche mehr Leben. Das ist... Das, was war denn das für eine gemeine Sache? Jetzt mal im Ernst, Leute. Ich meine, dass ich Gegner nicht besiegen kann, so ist nicht, aber... Wenn du so aus dem Hintern angegriffen werde, ist das schon was anderes irgendwie. So, wo ist er jetzt überhaupt? Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich dachte, er wäre da vorne gewesen, aber da ist so, aber das ist irgendwie bloß was anderes. Eher nicht. Da oben steht er drauf, oder? Auf ein neues. Ja, da ist er drauf. Er läuft auch nicht. Ich meine, aber schnell laufen wollte ich eigentlich das machen. Was macht er einfach? Hallo? Ey, der sprintet nicht. Au. Ja, super. Aua, was zum... Warum sprintet der ja nicht? Verdammt. Oh. Hallo? Die Kamera dreht sich nicht. Was ist denn hier los? Das ist gerade total verbuggt alles gewesen. Er hat nicht gemacht, was er machen sollte. Nichts davon. Also, jetzt mal im Ernst. Leute. Vor allem, was ist das für ein Feigling, mein Bruder, wenn er bloß da drüben steht und wartet und mich tot machen lässt. Ich denke, er wäre so super stark und keine Ahnung was. Scheint ja wohl nicht der Fall zu sein. Ja, ja. Kanax hat mich in eine Falle gelockt. Oh, nun lauf doch! Geht doch. Er hat mir einiges zu erklären. So, jetzt mal ausgewichen hier. Kanax ist weg, ja, natürlich. Ducken. Sterbt! Allesamt! So, ein paar sind tot. Und zwar genau zwei. Genau, Kaya, gib mir auch ein bisschen was. Das gefällt mir doch schon viel besser hier. Oh, was? Was war das denn jetzt? Oh, die brennen ja gar nicht. Doch, die brennen. So, zwei weniger. Einer lebt noch. Das war's, Leute. Also so ja nicht, du. Wie ihr einfach nur ganz normal davon joggt, statt zu sprinten, wie ich sie befehle. So hier statt... Das schon wieder nicht. Jetzt fängt er an. Ach. Aber jetzt geht's auch sofort, aber... Hier, ich laufe. Aber jetzt geht's auch. Warum? Eben gerade habe ich es gemacht, der wollte einfach nicht schneller werden. Naja, egal. Wir haben jetzt gewonnen. Gegen diese mehr als unfaire Situation. Aber Kallax ist weg, der Feigling. Was auch ganz gut ist. Ich meine, ihr habt nun mal auch keine Mana mehr. Fast erwischt. Mhm. Ja, ja. Papa, du wolltest dich wohl umbringen, oder was? Wäre viel stärker als die Viecher. So, und wieder mal hier. Ich muss mich aber langsam heilen, denn so ist nicht mehr schön. Tja, ja. Aber was für ein Biest ich geworden bin. Also wirklich, man muss sich auf die Magie konzentrieren oder eben was immer man sonst hätte. Alles andere, das macht dich fertig hier in dem Spiel. Hallo. Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Eine halbe Alparmee hat mir da oben in den Bergen aufgelauert. Naja, sechs Leute. Sagtest du nicht, Kallax sei allein unterwegs? Tut mir leid. Ich dachte, meine Informationen seien zuverlässig. Ja. Woher genau hast du die Informationen? Bist du auf seiner Seite? Er hat es mir selbst gesagt. Ach, na toll.
Dann hat Kallax dich benutzt und hat dich absichtlich diesen Unsinn glauben lassen. Und ich laufe ihm geradewegs in die Falle. Er ist völlig verblendet. Du musst irgendeinen Weg finden, ihn da rauszuholen. Das kann ich dir nicht versprechen. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Ehrlich, kümmere dich doch selbst um deinen Sohn. Mann! Hab Hauptsache mich in die Falle laufen lassen, weil mein blöder Bruder der Bösewicht ist. Quasi der bösartige Zwilling. Auch wenn ich nicht weiß, ob er so ähnlich aussieht wie ich. Also wenn, dann ist es wohl eher zweieiig als eineiig.